Ja, guten Tag, Leute. Eigentlich muss ich guten Abend sagen, da es schon dunkel ist. Ich habe das Gerät, ein Heizgerät von Endres. Den hatte unser Jens sich gekauft. Den haben wir gebraucht auf dem Bau, um da was mit zu heizen. Hatte er vom Arbeitskollegen. Ja, das Gerät stört euch nicht an meiner Werkstatt. Also es ist hier katastrophal, deswegen lasse ich auch gar keinen mehr rein. Ich komme sowieso nicht mehr weiter vor lauter Arbeit. Aber, also hier sieht es katastrophal aus. Reparieren tun wir trotzdem. Dieses Gerät hatte einen Fehler. Immer wenn das gelaufen hat, dann, das hat sofort gezündet, einschalten und das Ding läuft. Und der heizt wie Sau. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilowatt der hat. Das steht sicher auch irgendwo drauf. Ich weiß auch gar nicht, wo der Typ steht. Da ist auch kein Typ. Doch, der Typ war irgendwo an der Seite. Ich glaube, andere Seite. Nee, ist auch kein Typenschild mehr dran, aber ist auch ganz egal. Die Kiste hat irgendwo um die 20 Kilowatt oder so, oder 30 Kilowatt, weiß ich nicht, was der heizt. Der heizt ganz gut. Und wenn das Ding gelaufen hat, habe ich da eigentlich einen Zoom drin? Nee. Wenn das Ding gelaufen hat, dann hat er ein Spektakel gemacht und immer war es rn, 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 rn. Der läuft ja sowieso leise, sind diese Geringe ja auch nicht, aber es ist erträglich. Aber dieser hatte einen Lagerschaden, haben wir gedacht. So, jetzt habe ich das Haube mal runter gehabt. Lagerschaden. Hast du das Ding gedreht? Lief er gut? Hat das Ding gelaufen? Hat er Spiel gehabt? Und du konntest sehen, wie hier die Motorwelle mit dem Propeller gewackelt hat. So, dann hatte ich einen Ersatzmotor. Moment, Ersatzmotor. Hier hatte ich einen Ersatzmotor, den habe ich hier schon zu meinem Schrottutensilien gemacht. Wo ist die Lagerschale? Da. So. Das ist der Stirndeckel davon. So muss ich filmen, sieht man nichts. Der Stirndeckel davon. Da ist ein Gleitlager drin. Mit einem Filzring. Der Filzring liegt da hinten auf dem Tisch. Das Gleitlager ist leider hier kaputt, wie man sieht. Es ist jetzt gerade wieder was abgebrochen. Da ist schon wieder ein Stück raus. Das ist ein Spezialgleitlager. Und das hatte Spiel. Dann habe ich da dieser Motor war ungefähr baugleich, aber nicht ganz baugleich. Er hat weniger Kabel. Auf jeden Fall habe ich den Stirndeckel erstmal da vorher gemacht, weil das Lager hier vernietet ist. Ja, habe ich gedacht, probierst es mal. Stirndeckel vorher und wieder mittig davor gemacht. Auch wieder mit vier Punkten angeschweißt an den anderen. Eingeschaltet, läuft. Ja, er lief. Er war auch viel, viel leiser. Dies ist die Motorwelle. Übrigens bürstenlos. Ich hatte im Internet schon gesehen, einige vermuten immer Kohlen. Nee, hat er nicht. So, und dieser kommt aus einem alten Heizgerät, wo der Zündtrafo kaputt war. Und das war der Tank durchgerostet. Das Ding war eigentlich Schrott. Aber Wilfried schmeißt ja nichts weg. Sieht man ja an meinem Schrottplatz hier auf der Bank. Habe ich gesagt, das Ding legst du erstmal weg. Und jetzt kam ja der Tag, wo ich gesagt habe, gut, dass du noch was liegen hast. Also dieses Lager, dies ist ja aus dem roten Heizgerät. Und der hier drin war, habe ich in das rote gebaut. So. Hier ist mein anderes, habe ich eben zur Zeit zerlegt, um was auszuprobieren. So, dann haben wir das Lager hier eingebaut und wie gesagt, er lief. Und dann hat er ein paar Tage gelaufen, also ein paar Stunden eigentlich nur, weil wir brauchen ja nur jeden Tag eine Stunde oder so. Und dann fing er an, auf mal, dann lief er gut und dann auf einmal. Ich denke, was hat er denn? Das hörte sich an, als wenn der Motor einen Kolbenfresser kriegen würde, obwohl es ja ein kolbenloser Motor ist, aber vom Krach her. Ja. Dann habe ich das Ding wieder auseinander, Deckel runter und dann bist du ja sofort dabei. Hier sind ein paar Schrauben drin. Ich glaube, hier sind 8 drin, aber 6 haben wir nur drin, das reicht. Dann habe ich gesagt, so, jetzt machst du aus dem Stirndeckel von dem Motor, dem anderen Stirndeckel, da war ein Kugellager drin. Dieses ist der Deckel, der hier hinten sitzt. So, das ist der Deckel und da ist ein Kugellager drin. Da habe ich das Kugellager aus diesem sagten Deckel von dem kaputten Motor oder von dem kaputten Heizgerät, wo ist er denn, da, da habe ich das Lager ausgebaut. Das Lager passt nämlich genau auf diese Welle. Und diese Welle, da habe ich hier, seht ihr das, mit vier Punkten, einfach ein Lager ausgedreht, einen Ring ausgedreht aus einem alten Rohr.
oder war es ein Volleisen, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich hier angeheftet. Hier seht ihr meinen anderen angehefteten Deckel mit Silikon zugemacht, damit kein Staub reinkommt. Und das Kugellager hier drauf gemacht. Diesen Propeller konnte ich nach vorne schieben. Das passt noch. Also hier ist er noch vorne bündig mit der Welle. Kann man jetzt leider nicht sehen, weil die Kamera hier noch ein bisschen warm ist. Möchte ich meine Kamera nicht verqualmen. Der wird da auch so aufgesteckt, mit einer Imbusschraube gesichert. Da seht ihr das. Und jetzt habe ich spielfreien Lauf. Einwandfrei. Gerät zusammengeschraubt, läuft super. Jetzt haben wir das Gerät ausprobieren. Was passiert? Das Gerät zündet plötzlich nicht mehr. Zünden tut er. Man kann durch diese Bohrung, hier irgendwo, kann ich sehen, dass er zündet. Hier ist ja eine Zündkerze, ist aber keine gewöhnliche Zündkerze. Das ist eine Zündkerze. Haben wir noch irgendwo die andere? Doch, irgendwo hatten wir liegen. Ich weiß nicht, wo der Kasten hingekommen ist. Auf jeden Fall ist hier die Zündung. Und bei diesem älteren Gerät, hinter diesem Deckel, verbirgt sich die ganze Elektronik. Da ist aber fast nichts drin. Und das sind nur zwei Drähte, die da reingehen, so wie meine Finger. Und vorne sind die ein bisschen dichter zusammen und da läuft er. Und er zündet. Hier, da haben wir so eine, genau. Jens, danke. Das ist diese komische Zündkerze. Kann man, glaube ich, dagegen schwarze halte oder so. So sieht es besser. Da ist ein Abstand und die zündet. Die ist das. So, dies ist eine Beru. Nummer sehe ich hier nicht. Steht unten drauf, kann ich aber kaum lesen. ZK14-8 oder was das heißen soll, oder -3, das kann ich nicht sagen. Ja, das ist die Kerze. So. Und bei diesem Gerät hört die Zündung gar nicht auf. Die zündet und zündet, der läuft ununterbrochen. Die neueren Geräte haben auch eine Elektronik. Diese hat eigentlich noch gar keine Elektronik. Der hat hier nur ein paar Relais hinter oder Steckkontakte, da kann man fast sagen, ist glaube ich nur ein Relais hinter und das war's schon. So, dann hat er hier unten die Fotozelle. Da. Eine Fotozelle ist ja dazu da, dass er überwacht. Wenn die Flamme jetzt ausgehen würde und er würde das nicht merken, würde er praktisch immer weiter den Treibstoff, hätte ich mal gesagt, den Brennstoff reinfördern und würde das Gerät würde ja absaufen und der Sprit würde zuletzt vorne rauslaufen. Die Fotozelle soll das melden, den Fehler, funktioniert hier aber immer noch nicht. Hier sitzt ein Gerät hinter, ein Kontrollgerät. Der hat auch hier einen Motorschutz. Moment, mal Licht anmachen. So. Da haben wir einen einen Schutzschalter. Den kann man wieder reindrücken, wenn er rausgeflogen ist. Funktioniert aber nicht. Das Gerät müssen wir noch ersetzen. Aber sonst läuft er. So, nun hatten wir das Gerät ausprobiert. Mit dem Lager lief super, aber wie gesagt, jetzt wollte er nicht zünden. Er läuft und läuft und läuft und zündet nicht. Ich hatte ja bei diesem Motor alles auseinander gehabt. Ich habe dieses auseinander gehabt. Wer das loshaben muss, ich kann es euch sagen, macht es nicht los, es ist nicht einfach, aber er hat, hier haben wir das Modell. Seht, Moment, die Kamera muss einen Abstand haben. Hier sind Vertiefungen drin. Hier ist er losgebrochen, das war dieses Modell, was ich erst losgemacht habe. Du kannst dieses Blech, was hier drüber geht, wird runtergenietet mit dem Körnerschlag in diese Niete und dann sitzt der Deckel fest auf diesem Eisengehäuse. Das kann man, ist Eisen. Und da wird er einfach, habe ich den dann wieder runtergenietet, damit er wieder fest ist. Der Deckel ist wieder bombenfest. Und hier war er sowieso verschweißt. So, und dann habe ich das losgehabt, dann habe ich gesagt, hast du nichts verändert? Wieso will der nicht mehr brennen? Ja, dann habe ich jetzt eben bei dem anderen Gerät, was ich hier habe, der hat ja eine Uhr da dran. Hier, die habe ich jetzt aber gerade abgebaut eben. Hier sitzt eine Uhr, ein Manometer. Deswegen hat er hier auch dieses schöne Guckauge. Und da steht in der Bedienungsanleitung, dies ist ein so einer steht in der Bedienungsanleitung drin, 4 PSI. So, jetzt gehe ich hier wieder hin. 4 PSI. Dies ist das solle Manometer. Ein bisschen so gucken. Kann man das jetzt sehen? Schafft die Kamera das? Die Kamera schafft das gar nicht. So könnte es was werden. Nee. Ist so klein. Warum schafft die Kamera das denn nicht? Ich muss mal eben ein bisschen putzen. Moment mal, ich muss mal einmal gucken, ob der da was wieder mit meinen fettigen Finger vor der Linse gewesen bin. Ja, ich blende das Bild nachher ein.
Da, jetzt stellt er scharf. Jetzt stellt er scharf. Seht ihr das? So, 4 PSI. Das schwarze ist 4 PSI. Das sind also 0,2... 3 PSI sind 0,207 bar. Also wenn man dann Manometer haben will, muss man schon eins haben, was praktisch maximal 1 bar hat. So, und in der Anleitung steht, 4 PSI soll der Pumpendruck sein. Dies ist ja eine Pumpe, so eine Exzenterpumpe. Die erzeugt nur, zurück den Zoom, Zoom zurück, so. Bei dem anderen passt das Manometer so drin. Hier habe ich mir eben ein Röhrchen gemacht, auf beiden Seiten M10 mal 1 draufgeschnitten. Hier ein Adapter drauf, dass das Gewinde passt. Und jetzt konnte ich eben sehen, weil ich hatte diesen Deckel ja losgehabt. Den habe ich losgehabt. Hier haben wir einen Filter, das ist nur ein Stoppfilter, dass der keinen Dreck ansaugt. Der wird da wieder so reingemacht. Könnt ihr von einer Küchendunstabzugshaube, sowas kann man zum Beispiel nehmen oder so. So, und lass mal Licht an, sonst sieht man nichts. So, und hier sitzt eine Korkdichtung zwischen. Hier habe ich das gleiche Modell. Der sitzt da so vor. Eine Korkdichtung. Und hier haben wir einen Stopfen, einen Blindstopfen. Der sitzt hier in dieser Bohrung, im Normalfall. Nur bei meinem Einhell, da ist da diese Uhr schon dran. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du einfach von dem Einhell die Uhr runternehmen und hier dran und dann kannst du den Druck messen. Und eben, als das Gerät hier auf den Tisch kam, läuft der Zeiger immer nur bis 2 bar hoch. Und dann zündet er nicht. 2 PSI. 2 PSI sind ja nicht 2 bar. 2 PSI. Läuft er hoch. Ja. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, weil er nicht zündet. Er sprüht zwar ein, aber er zündet nicht. Folgedessen hat er gar nicht den Pumpendruck. Und wenn der Pumpendruck nicht da ist, zerstäubt die Düse nicht breit genug, dann pisst er nur so einen schmalen Strahl da rein. Und er muss ja vorne verstäuben auf breit, damit er der Brennstoff an die Zündkerze kommt. Oder die Zündkerze in den Kegel des Brennstoffs reinragt. Und dann habe ich diesen Deckel getauscht, weil dieser hatte noch eine gute Korkdichtung. Und diese Korkdichtung, wie man hier sieht, hier oben, da fehlt schon ein bisschen da. Also hat er Druckverlust gehabt nach meiner Reparatur. Hier fehlt auch was an der Dichtung. Da seht ihr das. Hier ist noch ein Rand. Hier ist der Rand weg. War aber vorher schon. Nur es war eben nicht mehr hundertprozentig dicht. Und dann habe ich eben die Uhr dran geschraubt. Da konnte ich den Fehler sehen, dass er also nur zu wenig Druck aufbaut. Ich den Deckel getauscht, den anderen Deckel, der baugleiche Deckel davor gemacht mit der guten Korkdichtung. Hier muss aber trotzdem eine neue rein, weil hier ist sie nicht. Hier fehlt auch Korkdichtung. Aber da werde ich wahrscheinlich Silikon drüber schmieren, dann ist auch Ruhe. Eigentlich muss man die Korkdichtung neu machen. Da gibt es solche Reparatursätze, die kann man kaufen, bis aber auch schnell 50 Euro los, glaube ich. Korkdichtung und Filtermatte und ich weiß nicht was noch. Genau, hier vor dieser Bohrung, dieses ist die Bohrung, die geht dann in diesen Schlauch über. Und da geht er zu der Düse. Das ist so eine Art Injektorprinzip. Wer weiß, was Injektorprinzip ist, den wollte ich jetzt auch nicht erklären. Dadurch ist das. Und jetzt habe ich eben das Manometer geschraubt und siehe da, wo ich den neuen Deckel drauf habe, zack, geht der Druck hoch. Und jetzt schalte ich mal das Gerät ein und ihr könnt sofort sehen, wo der Druck hingeht. So, PSI 4, müssen wir mal gucken, da ist 4. Gleich wackel ich wahrscheinlich, dann sehe ich es nicht mehr oder ihr nicht. Zack, und schon läuft er. Damit, zack, aus. Also das mache ich nochmal, zeige ich euch nochmal, wie schnell der Druck steigt. Kamera, mach mal scharf. So, jetzt hat die Kamera scharf. Und an meinen Daumen seht ihr jetzt ausschalten. So fällt der Druck auch wieder ab. Mehr ist das nicht. Also, kaputt gehen kann an den Dingen fast gar nichts. Und wie mir jemand sagte, ich weiß es jetzt nicht, das ist eine Vermutung. Die älteren Geräte haben keine Elektronik hier drin. Da ist keine Elektronik drin. Ich könnte es losschrauben, will ich aber gar nicht wieder, weil ich keine Lust zu habe. Die sind unentwegt am Zünden. Der hört gar nicht auf zu zünden. Bei den neueren Geräten, ich habe ein neueres Gerät, was ausgeschlachtet ist, wo dieser Motor rauskam, dieser Restmotor, der hatte schon hier eine Platine hinter. Und dieser hat keine Platine. Wenn die Platine, werden die wahrscheinlich eine Elektronik haben und sagen, wir schalten den Zündtrafo. Der Zündtrafo sitzt hier unten drunter. Einfach aus. Wenn der
die Fotozelle meldet Feuer an. Wenn die Fotozelle meldet Feuer an, kann der Zündtrafo ja eigentlich auch rausgehen. Auf jeden Fall ist es jetzt so weit, dass es wieder einwandfrei läuft und ich bin froh, dass wir das so reparieren konnten. Ich kann jetzt das Manometer wieder rausschrauben und gucken, kriege ich natürlich jetzt mit einer Hand nicht los, aber ist egal. Jetzt muss ich immer die Lampe ausmachen. So, der lacht sich hier gerade einen kaputt. Jetzt kommt der Blindstopfen wieder rein. An diesem wird übrigens die Menge eingestellt. Da wird auch der Druck mit verstellt. Wenn ich den mit dem Schraubenzieher verstelle, kann man den Druck erhöhen oder niedriger drehen. Ich habe gemerkt, wenn der Druck nicht stimmt, bei meinem Gerät, das da hinten, das habe ich mal gebraucht gekauft, ich kaufe ja nie neu, das habe ich gebraucht gekauft. Läuft super gut, aber er qualmt immer ganz leicht, ganz leicht. Jetzt habe ich gemerkt, wenn die vorne nicht rot werden, ich schalte das Gerät mal ein, dann sehen wir das. Der muss vorne rot werden. Noch ist er nicht rot. Ich muss mal eben das Licht ausmachen. Wenn der in der Mitte gleich rot wird, dann brennt er auch am saubersten. Dauert jetzt ein Momentchen, soll ja auch nicht sofort knallrot sein, aber gleich ist er rot. Der Kegel wird gleich rot. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Rand. Ich kann es schon nicht mehr vorgehen, so heiß ist er. Der Rand vom Kegel wird schon rot. Und gleich ist der mittlere Kegel ganz rot. Und erst dann verbrennt er auch sauber. Seht ihr das? Jetzt kommt er schon. Jetzt wird er rot. Machen wir aus. Seht ihr das, wie rot er ist? Richtig rot. So. Und was meine Erfahrung jetzt ist, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es gibt ja immer diese, die alles wissen, aber nie Videos machen. Wenn er nicht rot wird, wenn er nur leicht sich verfärbt, dann ist es so, dass er nicht sauber verbrennt und dann stinkt er. Durch diese enorme Hitze verbrennt er einfach sauberer. Und das geht eben nur, wenn der Pumpendruck eben bei 4 PSI liegt. Ich muss bei diesem Gerät nichts wissen. Ich habe einfach den Wert von dem anderen Gerät angegeben, weil ich hier keine Bedienungsanleitung von habe, wo irgendwas drinsteht im Punkto Druck. Aber der andere hat gesagt 4 PSI und jetzt bin ich hier auch von 4 PSI ausgegangen und ich muss sagen, der Druck passt wohl, weil er jetzt nicht qualmt. Qualmt tut er, wenn er jetzt richtig heiß ist, dann dampft er etwas. Ist klar, das ist ja auch glühend heiß, das Eisen. Das ist normal. So, somit hoffe ich jetzt, euch etwas weitergeholfen zu haben. Wie gesagt, Lager habe ich vorne ersetzt und jetzt passt auch der Druck und er zündet auf eine Sekunde Schlag. Das seht ihr selber, wenn ich es nochmal einschalte hier, das ist wirklich Hand, Kamera Daumen und Gerät an. Ihr seht, der zündet sofort. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera noch aufgenommen hat. Ich muss halt mal die Kamera, ich kann das nicht alles gleichzeitig. Jetzt haben wir 4,7, nicht ganz 5. Ja, nicht ganz 5 Bar. Ja. So. Oh, jetzt ist er auch rot. Ja.
Gut. Jetzt weiß ich natürlich, ob die Kamera das alles aufgenommen hat. Muss ich erst mal gucken. Gut, ich verabschiede mich und hoffe, euch damit weiterhelfen zu können, wer auf der Fehlersuche ist.